Wir verlosen eine Tiny Wash zusammen mit dem Erfinder von der Tiny Wash, also dem Founder, dem Gründer von Tiny Wash. Der steht hier zusammen mit dem Selçuk. Du bist Wohnmobilfachhändler. Hallo ihr beiden. Einmal Selçuk und einmal Thorsten. Hallo Thorsten, grüß dich. Wir sind in Fürth im Epizentrum von Tiny Wash. Und da liegt eine nagelneue Tiny Wash. Gibt ein eigenes Video, da haben wir die ausgepackt und erklären die auch komplett. Kostet im Moment? 12,39. Also 1.239 Euro. Es gibt eine Besonderheit. Ab Dezember gibt es ein Upgrade-Kit. Da braucht man diese Platine nicht. Die haben wir nur deswegen hingelegt, weil man kann alte Maschinen nachrüsten. Das ist eine Hauptplatine in dem Gerät. Und die kann diese externe Pumpe jetzt ansteuern. Das heißt, man kann eine Abwasserpumpe extern jetzt anschließen. Ja, was bisher immer nicht möglich war, haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, eine Abwasserpumpe direkt an die Maschine anzuschließen und die auch direkt von der Maschine steuern zu lassen und sparen uns damit künftig diese Sumpfhebepumpen. Also das gilt nur dann, wenn die Maschine unterhalb des Abwasserpegels montiert wird, also unterhalb des Tanks, dann braucht man die, ansonsten überhalb des Tanks braucht man sie sowieso nicht, weil die Schwerkraft alles macht. Ja. Selçuk, du bist Fachhändler. Genau, ich bin der Halim und zwar wir haben die Werkstatt in Schwabach A und das mobile Halim und vertreiben die Marke Le Voyageur, Pilote, Yukon und Choa und wir werden dann die Maschine, was verlost wird, bei uns im Haus einbauen. Und zwar du persönlich wirst sie einbauen? Ich persönlich würde es als Chef würde ich persönlich einbauen und wie gesagt, derjenige, der das gewinnt, kriegt es bei uns auch eingebaut. Also spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Morello, ein Concorde, ein Phoenix, ein Pilote ist, was gibt es noch, ein Etrusco, ein Hümer, das spielt keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. An jedem Fahrzeug passt die Maschine ein und wir werden die passenden Lösung auch dafür finden. So, es gibt Fahrzeuge, da passt sie nicht rein, muss man fairerweise sagen. Die Maße hast du im Kopf? Die Maße habe ich fast im Kopf, ja. Die Maschine ist 56 breit, 62 hoch und 35 cm tief. So, also fast im Kopf, aber dafür hast du es ganz gut gemacht. Das Gewicht, was wiegt die? 17 Kilo. 17 Kilo. Das heißt, wenn ihr also ein Zuladungsproblem habt um 17 Kilo, dann würde ich ihr das Fahrzeug mal auflassen. Also das kann man machen. Wie viel brauche ich denn pro Waschgang ungefähr? Also im Mittel. Wasser oder Strom? Wasser. Wasser. Schnellwaschgang 12 Liter. Ein Standardwaschgang Smart zwischen 18 und 24 Liter, je nachdem, wie viel Wäsche drin ist. So, die kann auch trocknen. Da braucht man etwas mehr Strom. Und man braucht auch noch ein bisschen mehr natürlich auch das Spezialwasser, was im Frischwassertank ist. Ja, zum Kühlen. Zum Kühlen. Viele gehen aber hin und trocknen gar nicht, sondern das kommt so trocken raus, dass man es wirklich direkt verwenden kann. Wie lange ist denn die Gewährleistung und die Garantie? 36 Monate Standard. Mit Kauf und die Option nochmal um 36 Monate zu verlängern, also bis auf 6 Jahre insgesamt. Kostet die Option? Die Option kostet 179 Euro für 3 Jahre. Wenn ich hier das genauso hinhalte, du hast hier eine Lampe, die sieht aus wie ein Ring, die genau um das Tiny Wash geht. Also nicht, dass die Leute sagen, ich will diesen Ring haben in der Maschine, der ist wirklich von der Lampe. Was kann ich denn damit waschen? Wie viel Kilo? 3,3 Kilo kriegst du rein. 3,3 Kilo. 3,3 Kilo. Ja, die hat ein Label. Zeig mal bitte das Label. Wir müssen mal auf jeden Fall das noch einblenden. Nicht, dass einer sagt, wir haben den Gewinn nicht gezeigt. Da gibt es ein Label zum Trocknen und Waschen. Da haben fast alle haben G, habe ich schon gesehen. Also es sei denn, die Wärmetunten, die haben meistens so C oder D. Ja. So, und das reine Waschen hat A. Hat A. So, sehr gut. Also da unten steht 2,5 Kilo. Das Label wurde für 2,5 Kilo geratet. Richtig. Die Maschine ist auf 2,5 Kilogramm getestet und geratet, was die Energieeffizienz und den Verbrauch angeht. Ich kann sie aber mit 3,3 Kilogramm fahren, womit dann natürlich der Energieverbrauch ein kleines bisschen höher ist und der Wasserverbrauch ein bisschen mehr, aber nicht signifikant. Was nicht im Preis mit drin ist, ist natürlich ein Wechselrichter. Die braucht 230 Volt. Das heißt also, es kann sein, dass wenn ich die kaufe, dass ich die nur am Landstrom betreiben kann. Richtig. Du wirst jetzt nicht noch ein Victron-Paket einbauen, einen Wechselrichter und so weiter und so fort. Hat man einen Wechselrichter, wie stark sollte er sein? Also sollte mindestens 1500, 1600 Watt haben. Die Maschine braucht ja 1500 Watt. Also sollte man schon mindestens 1600 Watt Wechselrichter haben. Okay, das heißt, also da könntest du ja nochmal beraten. Vielleicht kriegst du ja noch ein Zusatzgeschäft dazu. Genau. Also 3 Jahre Garantie, das ist ja schon mal was. Die hat alle erforderlichen Zertifikate, CE.
Und das sieht man also hier vorne, EMV, und hast du nicht gesehen, die WEE, das ist die Verpackungsregelung und so weiter. Ist das eine neue Maschine oder ist das eine, die fehlerhaft war, die ihr, ich sag mal, repariert, instand gesetzt habt? Nagelneu. Wer das letzte Video gerade eben gesehen hat, die haben wir gerade ausgepackt. Unboxing. Hat sie erfolgreich. Unboxing. Ja, ziemlich cool. Also die ist niegelnagelneu, die war auch nicht zum Test irgendwann mal gewaschen und die könnt ihr jetzt gewinnen. Ihr macht jetzt Folgendes, ihr abonniert bitte German Television, ganz, ganz wichtig, und schreibt drunter das Wort Tiny Wash. Wie ihr das schreibt, ist mir vollkommen egal. Mit, ohne Minus, zusammengeschrieben oder was weiß ich, ja, das ist mir egal, aber T-I-N-Y-W-A-S-H, das müsst ihr reinschreiben. Nur das Wort Tiny Wash. Ihr könnt meinetwegen noch dahinter schreiben, was ihr wollt. Ist schön, ist toll, ich liebe, ich kann kaufen. Aber irgendwo in dem Post, in dem Kommentar, muss das Wort Tiny Wash stehen. Und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir werden einen Gewinner ziehen. Und zwar in den darauffolgenden Sonntag bereits. Das heißt also, wenn wir das zum Beispiel Montag senden, werden wir am Sonntag den ziehen. Wenn wir es am Sonntag senden, eine Woche später, wenn wir eine das machen. Genau. Ist das okay für dich, Tiny Wash? Ist okay für mich. Okay. So, dein Unternehmen heißt? Ah, und das mobile Harlim in Schwabach. So, wenn jetzt einer sagt, ah, Schwabach ist mir zu weit weg, ich will die selber einbauen, ihr kriegt die auch ohne Einbau. Also das geht auch, wenn einer sagt, ich will sie nicht eingebaut haben, passt, dann kriegt ihr die zugeschickt. Und den Gewinner, den wirst du ziehen. Den werde ich ziehen? Ja, du kannst, also du musst drei Gewinner ziehen. Ja. Das hat nämlich damit was zu tun. Es gibt nämlich einen Gewinner, dann gibt es einen, wenn der sich nicht meldet, der hat nämlich eine Woche Zeit, sich zu melden. Dann geht automatisch der zweite Gewinner, aber der wird sich melden. Also ich bin der festen Überzeugung. Mhm. Wir werden nämlich anschließend unter dem Gewinnerkommentar kommentieren mit du hast gewonnen. Und derjenige muss nämlich dann anschließend nur das Backend mitbringen, dass er beweisen kann, dass er auch YouTube-Zugang hatte, ja, zu diesem Account. Okay. Weil der könnte auch Don Röschen heißen, XZ73, also ist ja, viele haben keine Klarnamen. Ja. Ist das okay für dich? Kriegen wir hin, ja, so, klar. Und ja, ganz, ganz wichtig, ihr könnt die Maschine gewinnen, 1239 Euro Einbau. Was kostet das üblicherweise? Kommt darauf an, je nach dem Fahrzeug, so circa mit Gestell, mit Pumpe, ist etwa 1000 Euro. Etwa 1000 Euro. Also das ist, kann man natürlich auch günstiger machen, wenn einer sagt, baue ich selber ein. Wäre besonders interessant, wenn einer das gewinnt und sagt, ich brauche es gar nicht fürs Wohnmobil, sondern zum Beispiel für ein Tiny House. Ja, geht auch. Würde auch gehen. Oder fürs Boot. Ja. Oder für Studentenwohnheim. So, alles, was ich brauche, sind 230 Volt, Frischwasser und Abwasser. Und ja, die gibt es jetzt zu gewinnen. Also haut in die Tasten. Schreibt bitte als Kommentar drunter Tiny Wash. Und mit etwas Glück seid ihr Gewinner von dieser wunderschönen Waschmaschine, die besonders gut geeignet ist fürs Wohnmobil. Und du sagst, wenn ihr sie einbaut, macht's beim Fachhandel, denn die wissen, wie es geht. Das sowieso. Wenn, dann sollen die Vertragshändler machen, sollen auch der Techniker ran. Also ist es auch für Sicherheitsgründe ja besser. Natürlich, man kann das selber auch einbauen. Es hat ja keine Raketentechnik, um das zu installieren. Aber natürlich, wenn ein Fachmann das anschließt, soll er auch dann richtig anschließen. Ist da ein Installationshandbuch dabei? Ist mit dabei. Ist mit dabei. Ein Bedienungshandbuch dabei. Ist mit dabei. Gut. Sehr schön. Also all das gibt es jetzt zu gewinnen. Haut in die Tasten. Das Codewort ist Tiny Wash. Und ich werde jetzt den weiten Weg von Fürth wieder zurück ins Saarland machen. Und ihr gebt mir noch die Verpackung mit, denn die brauche ich noch. So, und das ist neu. Das kommt übrigens, diese Abwasserpumpe, ab Dezember wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Also wenn ihr sowas braucht, dann müsst ihr noch warten bis ins nächste Jahr mit der Installation. Aber ansonsten, wenn ihr sie nicht braucht, das heißt, der Installationsort von der Maschine ist über dem Abwassertank, dann könnt ihr die quasi schon umgehend haben. Richtig? Richtig. So, also Tiny Wash kommentieren. Auf geht's. Tschüss.